Stimmbruch. Ich hab dich nicht auf Mute, ne, und die hören uns schon. Aber gut, dass du das sagst. Ich glaube, das hat aber keiner gehört. Oh fuck, ich weiß gar nicht, ob ich gemutet habe. Scheiße, hab ich das VOD aus? Also. Ja, hab ich Spaß zum Glück. Nein, nicht gemutet, Dings, VOD-Oma. Mila hat ihren Namen geändert. Oh, Oma, danke schön. Und Bomfer, danke schön. Und Wohlibär, danke. Wo Miha Morgen, die Geschichte. Ja, Mila Mopuk. Meinst du, es kommt überhaupt noch jemand her? Nein? Veränderungsböse. Das stimmt nicht. Wir haben viel zu früh. Jetzt 30 Videos streamen ist nicht schlimm. Das passt. Wer? Ich bin ein alter Opa. Trippy Milan, nicht mehr Sub. Oha. Die wartet auf den Gifted Sub. Ist so schaltbar. Danke für den Resub, Bruder. Ich hoffe, es geht dir und der Fan besser. Ja. Nicht schlimmer, schöner als 22 Viewer Stream. Ey, ich würde damit voll klarkommen, wenn ich sag, wie das. Voll geil. Ja, dann kennt man noch jeden. Herbert, hallo und Dankeschön für den Resub im Elfen. Ja. Chat-Aktivität wäre sowieso gleich. Du Wichser. Ich fick dich, Junge. Mediopille, dankeschön. Herbert, danke. 75, boah, scheiße. 76 schon, ich werd nervös. Klar, Großfamilie. Wow. Stich in mein Herz. Ich habe eigentlich einen anderen Wallpaper runtergeladen. Ich den nehme. Aber die Stadt ist auch schon schick. Guck mal, hier ist Spider-Man, guck mal. Der ist auch richtig nice. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das alles vorlesen kann, Alter. Meine Stimme versagt jetzt schon wieder. Tag, Schwester Kusch, dankeschön. Tomarin, dankeschön. Schoko, trink, Mensch, du bist der beste Junge, beste Name. Na denn. Halt's Maul! Alter, ich hab voll gespannt zugehört jetzt. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie so eine Story. Dann. Du Arsch. Conan, danke schön. Lasse, danke. Alina, danke. Wolfbeck, danke. Nils, danke. Loco, danke. Und Flöckchen, danke. Jeder Jungs, Mädchen. Mädels, Jungs, was geht? Endlich mal wieder ein Lebenszeichen. Bruder, ich chat. Ich weiß nicht, ob einige von euch Discord haben. Da Twitter ja gerade so absolut den Bach runtergeht, bin ich da am aktivsten. Also da sieht man immer Lebenszeichen von mir. Doch. Ja, die Klappe Trippy Mila ist jetzt arrogant, weil du cooleren Namen hast. Ich mach mal. Na, ich warte nur ein bisschen. Cool. Ich bin cool. Scheiße, Mann. Loco, danke, Flöckchen.
David, danke. Mac Ottil, danke. Blitzlike Wizard, Maoli, danke. Green Kush. So, nee, was geht ab? Und Barbarian, oh, danke. Ich bin Mayonnaise. Ein Affe bist du, Junge. Hallo Adrian, Tag und Dankeschön. Gute Besserung, danke. Wird ist viel besser geworden. Der vom Pfanne aus dem Tetrapack. Schon wieder vergessen, weil das ging. Ja. Jeden Tag mache ich Fenster auf und zeige meinen Schwanz. Ne, ich habe die Anzeige nicht selber gemacht. Das ist von... Ich weiß nicht. Warte, ich muss das suchen hier. Von irgendeinem so Widget ist das, Alter. Streaming-Plan. Mado, Sven, dankeschön, Fabian. Und Mado auch, dankeschön, natürlich. Azarangs und Nate, dankeschön. Und Chucky, hallo und danke. Stimmbruch, und morgen geht's los mit Pickelos drücken. Gehen, Alter. Ich werde erwachsen. Halt nur noch was? Ja. Hol mir meinen blauen Pudding, du Sau. Ich kann nicht lachen. Geht ab, du. Hab ich dich noch nie gehört. Ich glaube, ich bin noch nie live gegangen, wenn ich voll im Eimer war. Dondi und Al Battleman, dankeschön. So ist das, Alter. Willkommen, meine Freunde. Oh, das jetzt bin ich nicht mehr so heiser. Ach, doch. Ach, doch. Houdini. Gar nicht. Jetzt kommt das wieder. Das ist das, wenn man halt wieder sein Quatsch, Junge. El Battleman und Cologne und Chef von Twitch. Dankeschön. Hallo, hallo. Tag. Geht ab, was geht ab, Jungs, Mädels. It's me so what, dankeschön für den Prime 10. Nee, bitte nehmen, danke. Ich warte noch ein bisschen, vielleicht kommt noch der eine oder andere. Dann kann ich quatschen. Aber ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst, ihr Penner. Kennst du, die haben mich vermisst, Mila? Meinst du, haben die uns vermisst? Hallo? Meinst du nicht? Also vermisst habe ich dich hin. Da sagt der Hulk, sagt, ich hab dich nicht vermisst. Pinsel war ja da. Ich bin krank vor Lot. Also nicht mehr so, ich bin gerade auf dem Weg der Besserung wieder. War schlimmer vor ein paar Tagen. Nur die Mila, nicht dich. Ich habe ab und zu gesehen, ganz viele sind beim Pinsel unterwegs. Jetzt, wo er Dings on top ist, als Kopf mit Kopf-RP. Dann habt ihr ja wenigstens Beschäftigung gehabt, als ich und wir nicht da waren. Was für ein Kacklied, Alter. Ja. Gehen alle fremd. Wie geht's immer gut, wenn du streamst? Das freut mich. Soll ich machen, Alter. Ich würde ja auch Mila gucken, aber nö, die malt lieber komische Bilder. Mila hat den Namen geändert. Die streamt wahrscheinlich bald auch wieder. Voll cringe, ne? Twitch-Name als RP-Name.
Genau. Weg davon. Genau. Horribly, danke. Und Dorfkin Patrick, danke. Und Lokti und It's Me So Hot. Ich weiß nicht, wen ich alles schon vorgelesen habe. Ich habe bei Rakim reingeguckt, der spielt Güffi mit Güffi. Ja, ich weiß, ich bin da beim Yuri auf dem Server. Streamst du das auch? Na und, ist doch nicht schlimm. Ja, FedEx, danke und Big Smile, danke. Geht, geht. Wie hat den Stream gekapert? Molotow, danke schön und Lazarus auch, danke schön. Ja. Ey, ich habe gerade gesagt, ich hoffe, euch allen geht's gut und bla bla bla. Und keiner sagt, oh, mir geht's doch, oder haben welche gesagt, oh, mir geht's gut? Das, ey. Ich kann dir sagen, was ich will, Alter. Ich schwöre bei Gott. Die kommen rein, die Leute kommen rein und sagen, ja, hallo. Und nach diesem Hallo kommt Ron RP. Anne P, Alter, Schnapper, Dankeschön. Boah, ich hab so Bock, ne, ehrlich. Ich hab so, ey, ohne Witz, ich hab so Bock zu zocken. Jetzt, wo du da bist, geht es mir wieder gut. Da freut mich. Ich bin professioneller Profi, ein Profi, hallo. Auf zu lügen, nie los. Hallo, OCB Sly. Und hey, hallo, hallo an alle natürlich. Willkommen, vielen Checks, Dankeschön. Perfekt, jetzt kann ich wieder die anmachen. Mach ich den an? So eine ganz alte Lo-Fi-Playlist, ne? Mach einfach so. Egal. King Bro, Dankeschön. So, ihr wunderschönen Matchup, geht ab. Wer von euch weiß, warum ich nicht da war? Um das mal von vornherein zu klären. Martin. Hallo, ich, hier. Ich. Arbeit, Arbeit. Kein Quatsch. Warte, was heißt das Plus jetzt, Chat? Ihr wisst nicht, was abgegangen ist? Nein, doch, die wissen. Oder ihr wisst. Okay. Waren nur mindestens zwei Sachen. Eine Sache, die richtig schlimm war. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trink Cola. Kein Bock. Oh, ich hasse die Scheißpläne. Hier plus heißt ja, wir wissen, okay, Chat ist klug, Alter. Ja, manche haben ja keinen Twitter und so, ne? Kann ja nicht jeder wissen. Und so breit getreten habe ich das Wie auch nicht. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und Hallo, trink Cola. Sag Nightfox, danke und Kuma und der besinnte Günther, hallo. Dankeschön. Ja, wir. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wir haben. Ich habe ja ganz normal gestreamt und wir haben gezockt, alles war gut und dann hatte ich ja Montag, Dienstag immer frei. Und an dem Dienstag habe ich halt mitbekommen, dass meine Mom gestorben ist. Ich habe ja vorher schon im Stream erzählt, dass die im Krankenhaus ist. Und die ist einfach gestorben. So nach einer OP. Und dann ist, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Alter. Ich hab bei eh am Kopf. Und das ist natürlich schlimm bis heute noch, ne? Ach, dann bricht mir jetzt eine Welt zusammen. Das. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe super viele Nachrichten bekommen von Leuten, die das auch schon in ihrem Leben erfahren haben. Da bin ich auch voll dankbar drüber. Bin auch dankbar, so, ne? Ich habe nur eine ältere Schwester. Die hat sich um vieles gekümmert, weil ich nicht in der Lage dazu war. Bin dankbar für Mila, dass die an meiner Seite ist da. Ja, das ist auf jeden Fall der Grund.
so in der Zeit viel zu klären gehabt, bla bla bla. Krank geworden. Ich glaube, mein Körper hat einfach versagt. So wegen Kopf halt auch, ne? So wie alle wissen, ich dodge voll oft so wegen Kopfsachen. Und dann ist einfach alles komplett weggebrochen. Und ich war noch nie so krank, Alter, wie in dem Monat jetzt. Ehrlich nicht. Das ist brutal gewesen. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg der Besserung. Man hört ja, ich bin noch voll fertig. Aber ich kümmel's wieder. Weil ich vermisse da vielen. Muss ja auch irgendwie weitergehen. Deshalb bin ich hier. Wollte ich Bescheid sagen wollte. Weil es gibt ja viele, die haben kein Twitter und haben nicht mitbekommen, was passiert ist. Und da wollte ich einfach zeigen, ich bin da noch und was passiert ist. Einfach mal kurz sagen. Dankeschön, Sly, dankeschön. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trink Cola. Nimm die Zeit, die du brauchst. Wir sind doch da, wenn du länger brauchst. Ja, ich weiß. Verhörst du, ich weiß. Wie oft war ich schon nicht da wegen weniger guten Gründen, sag ich mal. Ich sehe das natürlich trotzdem nicht als selbstverständlich und es gibt mit Sicherheit doch den einen oder anderen, der nichts mitbekommen hat und der wie dann cool gesagt bitte? Hat, so, ja, so scheiß drauf, Alter. Schon wieder nicht, blablabla. Bla bla. Aber im Prinzip juckt mich das im Endeffekt noch nicht. So, heute habe ich mich bereit gefühlt, dafür kurz online zu gehen. Ich habe voll Mila gefragt, meinst du, ich machen? Die meint, yo, let's go. Um einfach Bescheid zu sagen. Das ist auf jeden Fall der Grund dafür. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da rauskomme wieder. Also weg von dieser Stimmung. Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich schwierig. Und trink Cola. Ah ja, ich wollte euch das einfach nur sagen. Ich bin am. Wir sind da. Ich habe übel Bock zu zocken. Mila auch. Wir haben wahrscheinlich. Wir wollen ins Medic-FP. Was? Wir wollen ins Medic-FP. Ja, unbedingt. Ich habe super Bock zu zocken. Ich habe richtig Bock auf IP und alles. Ich komme wieder, Mila kommt auch wieder. Wir sind nicht weg. Wir sind da. Wichtig ist, du kommst wieder komplett auf die Beine, weil alles angesehen ist. Das stimmt. Aber ich kämpfe schon so lange mit so vielen Sachen. Und irgendwie muss immer alles weitergehen, ne? Ich kämpfe schon mit meinen eigenen Dämonen gar nicht mehr rum. Ich mache die mittlerweile zu meinen Freunden. Dann werde ich besser damit klarkommen. Schade, Kurtis. Pins ist ja der mit dem Pfeil im Kopf. Ach, ja. New Mila, old Kurtis. Ja, Mila hat nur einen neuen Namen. Auf Twitch zumindest. Ja. Die heißt Trippy Mila jetzt. Ich hasse die Musik, ne? Ich glaube, mute ich wieder, wie Odio macht andere Mucke. Ach, scheiße, da kommen wieder dann Leute und beschweren sich. Es ist sehr schön, dass Mila an deiner Seite ist in guten und schweren Zeiten, ja. Obwohl Mila und ich haben auch ab und zu mal so ein bisschen wir fetzen uns auch oft. Aber im Prinzip halten wir zusammen. Aber das ist ja normal. Aber wenn was ist, sind wir da. Der größte Respekt bei der ganzen Sache geht an meine ältere Schwester, weil die hat sich um alles gekümmert. Ich konnte nicht. Die hat komplett durchgezogen. So, meinen älteren Bruder, den kannst du in eine Tonne klumpen, Alter. Natürlich jetzt auch viele Veränderungen mitgebracht. Meine kleine Schwester ist zum Beispiel hergezogen zu uns. Aber nur eine Katze. Mit süßer Katze. Oh, noch eine neue süß. Katze. Muss ich, mach ich Bild für, lade ich Bild hier im Dings so für euch. Wenn ihr die sehen wollt. Da belegst du euch da keinen Zugriff drauf ab. Und weil sich das keine Sau reinzieht, Alter, wenn ich ehrlich bin. Also glaube ich, ich bin nicht auf eine externe Bitte gehen, um den BOD anzugucken. Was geht da, Bro? Kenn ich gut, meine Großschwester hat auch alles gemacht, als mein Dad gestorben ist. Ja. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite
Ich sage, ich habe viele Nachrichten bekommen, super viele auch bei Twitter. Also Privatdinge. Ich hab das ja auch public gemacht auf Dings. Du hörst dich scheiße an. Du hörst dich scheiße an, Junge. Ich bin Stimmbruch, Alter. Ich werd Mann. Das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Da wollte ich auch. Ich hab mich ja eh schon bedankt. Natürlich danke an jeden für Dings, die darauf auch reagiert haben. Das hat mir auch viel geholfen. Dass man sieht, okay, man ist nicht allein. Es gibt super viele. Bei mir ist das ja auch nicht das erste Mal. So, mein Dad ist ja 2007 auch schon gestorben. Ach du Kacke, die Stimme. Boah, lass mich in Ruhe. Hallo El. Ehrenkatze alle, Dankeschön für die Resubs, Jungs, Mädels. Und Matty und Hack und Tagge und Federdaten, Touch with Pew Pew, Dankeschön für 5 Gifted Subs. Oh Gott. Und Rentner, Dankeschön. Und JDM Guy Michi, danke. Und FSA Schwein. Und Anonymous, du alten Hacker, Dankeschön für Gifted Subs an Hörwel. Dieter, danke. Und Pax, danke. Goldie und Zime. Ignation, alle, Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Keine Ahnung. Schwer jetzt aus diesem Dings rauszukommen. Lightfox, Dankeschön für den Gift an Jones. Habt ihr irgendwelche Fragen? Oder hast du eine Frage, Mila? Oder willst du kurz? Ich hab eine Frage. Wie cool ist das bitte? Wie kann man nur so schön sein wie du? Wenn man nie duschen geht. Irgendwann ist Dreck über dem Gesicht, dann sieht man nicht mehr so richtig. Ich hoffe, deine Schwester und du haben alles so gut überstanden. Ja. Am heftigsten hat es natürlich meine kleine Schwester, die bei meiner Mom gewohnt hat, getroffen. War so klar. So, wir sind erwachsen, wir müssen damit klarkommen, Alter. Oder wir kommen besser damit klar. Die wird erst 18 nächsten Monat. Montino, dankeschön. Nightfox, danke für den Gift an Caillou Talks. Joshua, dankeschön. Ich hoffe, also, Nightfox, danke für den Gift an Odin und Mauli. Dankeschön für den Gift an Zaps. Hat so Beerdigung und den ganzen Sport. Wie groß ist dein linker Zehennagel? Den benutze ich immer zum Brotschneiden. Also schon länger als der Pips, Alter. Ich sage das. Hallo, Pons. Lüttitik. Hat so das Dankeschön ebenfalls für 10 gezapft. Ich hoffe, dass nicht einige gekommen sind und die denken jetzt, ja, Bruder, geh mal RP machen jetzt. Ich würde gerne, weil wie man hört, die Stimme ist überhaupt nicht drin. Ja, wie? Überhaupt null. Und ich habe gestern schon Ärger bekommen im Discord, ich soll zum Arzt gehen und das nicht wieder verschleppen und bla bla. Mhm. So wie ich das damals gemacht habe. Wo AI Bila Galerie von Hübsche Curtis. Ja, ich bin da gesperrt, aber ich muss mir da so ein Abo-Ding machen. Ich habe einen hübschen Wallpaper gemacht. Hallo Chris. Orkan, dankeschön für den Resub und Space Ferry. Dankeschön für 50 Subs. Zeit für Harry Potter, P. Ja, nächstes Jahr, ne? Ja, aber du musst dich damit klarkommen, aber du darfst so lange nachtrauen und fahren, wie du willst. Und geh nicht live, wenn du noch Stimmbruch hast. Ich bin ja jetzt nur da, um Bescheid zu sagen. Dass ich nicht verschwunden bin. Um Bescheid zu sagen, warum ich jetzt weg war. Und dass ich etwa wieder sage. Ich denke mal so zwei, drei Tage. Wissen heute. Ja, so Dienstag oder so bin ich bestimmt wieder fit genug. Bin nach Hause gesprintet. Bottet, Dankeschön. Dann sollte wieder funktionieren. Oh man, manche trifft es auch härter als andere. Du kannst nur wachsen und dein Schicksal. Aber schön, dass du wieder da bist. Deshalb, du kommst mal wieder, dann ist es halt. Dankeschön, Jenny. Mila und ich haben gesehen, du hast dir immer deinen P-Charakter aufgegeben und bist. Alter, jeder geht ins PD, ne? Jeder, der Langeweile hat, geht einfach ins PD, mehr P, Alter. Oh, ich hab noch was vorbereitet. Warte, ein Gedicht. Warte. Oh mein Gott. Zeit, okay. Seitdem ich Sub bei Curtis Push bin. Maul.
Ach, das nicht. Ach, das nicht. Lea singt nicht. Ich habe mich einfach nur gefreut, wieder was von dir zu hören und glaub mir, das gerade gelesen zu haben, tut auch als Zuschauer sehr viel für dich. Ja. Ich hoffe, dass keiner die Erfahrung machen muss, ehrlich nicht. Aber das weiß ich nicht. Gegen das Schicksal bist du machtlos, ne? Was anderes kann ich da nicht so sagen. Die Camila. Lass sie, sprich weiter, Mila. Nein, die will nur Werbung machen für Amazon. Okay, okay. Hast du das wirklich auf den Zettel geschrieben? Nee, das ist irgendeine Rechnung. Ach so, machst du SLP. Seitdem ich bei Curtis Kusch bin, ist jeder Traum von mir in Erfüllung gegangen. Nicht nur habe ich eine Giraffe bei mir in meinem Garten stehen, nein, ich konnte mir auch den Traum erfüllen, nicht zu Disneyland zu gehen, sondern viel besser zum Pennymark, zum Kiez zu gehen. Ich kann nicht. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Die bringen schon wieder neue Pennymark-Dokus raus, voll gut. Arbeit, Arbeit, Jojo. Ja, stimmt. Also, wer kein Twitter hat oder so ein Shit und ich mal verschwinde, der kann sich gern, also kann gern ins Discord kommen. Twitter geht eh den Bach runter, was da momentan los ist. Ich glaube, das sinkende Schiff sollen alle verlassen. Ich möchte es nicht relativieren, aber es gehört leider zu Leben dazu, das stimmt. Mein Ballad an dieser Stelle, liebe und so, auch eine gute Besserung, Bikafu, Dankeschön. Das stimmt. Das Ding ist halt, ach, das kannst du gar nicht beschreiben. Wenn du nicht damit rechnest, ist es am schlimmsten. Bei meinem Dad zum Beispiel damals, wo ich 17 war, ich erzähle dir gerade voll, was traurig ist und du lachst. Entschuldigung. Da wusste ich, dass das auf mich zukommt und konnte mich vorbereiten. Bei meiner Mom nicht. Und das ist noch schlimmer. Warum lachst du? Weil Beat geschrieben hat, I beat you, hat geschrieben, ich war die, die auf dem Tisch gekackt. Also die Oma. Entschuldigung. Das ist alles gut. Ich kann nur nicht so gut lachen. Elixir, danke schön. Danke schön für die Weed und Pakla auch. Und Nightfox, danke schön nochmal. Und MWMAN, danke schön. Spobobode, danke schön. Ich hoffe, ich vergesse kein Kraftmeier. Vielen lieben Dank. Sogar. Ich freue mich, dass du den Weg zurückgefunden hast. Ich hoffe, du hast meine Nachrichten an dich in Discord an Nordic gelesen. Ich habe viel gelurkt, ja. Ich habe alles gelesen. Aber ich hatte. Am Anfang hatte ich keine. Der Alptoast hat mir über Twitter geschrieben, da habe ich leider nicht drauf geantwortet. Werde ich wahrscheinlich nur tun, ganz am Anfang. Ich hatte einfach keine Kraft. Fortnite und trink Cola. Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich Fortnite und trink Cola. Immer traurig, die Trauer ist auch immer unterschiedlich. Was ich aber immer wieder merke, ist, dass die Erinnerungen dann umso intensiver und schöner sind. Weil man einfach wertzuschätzen, was man eine Person hatte. Das ist so real. Das ist, keine Ahnung. Das dauert auch sehr lange, bis man das verarbeitet hat. Houdini. Und habe ich gelesen, Kraftmeier und Danko Nippler und Brit Brit und als Raskar Sadalerav. Alter, danke schön für den Prime und Chris, danke schön für den Mr. 45. Stufe 2 und Faxi und Pax, danke schön. Ich will jetzt aber hier keinen traurigen Dings machen. Stimmung. Wie cool ist das bitte? Ich mach, warte, ich habe eine Idee. Ich mach die Stimmung einfach kaputt. Hatte ich leider dieses Jahr auch mit meinem Opa. Wie cool ist das bitte? Wir gehen von traurig weg dafür, dass da zu einer Stimmung oder zu einer Dings. Nee, nicht Vermissung. Oh. Nee, dass die sagen können, ich hab mich verändert und so, was wieder lustig ist. Ich habe vor einer Woche, diesen Monat kommt das WoW-Addon raus. Eigentlich zog ich das nicht mehr. Aber eigentlich habe ich das gezockt über, keine Ahnung, 10 Jahre. Ich habe da auf jeden Fall eine Anfrage bekommen, die ich angenommen habe. Nur damit ihr Bescheid wisst.
Wie mein letztes WoW-Placement, weil ich voll verkackt habe, weil das Widget gestützt ist. Ich glaube, am 17. ist das. Damit er Bescheid weiß, das habe ich angenommen. Ich habe zu lachen, aber ich dachte mir so, okay, ich habe das erste umsonst gemacht, so, dann hole ich mir das jetzt wieder zurück. Also, bisschen. Dankeschön, Kraftmann, ich wünsche... Was? Und dann verkackst du es wieder. Na, ich hoffe nicht. Wünsche ich dir auch. Ich wünsche euch allen Hallo, Piep. Ich finde es so wichtig, drüber zu reden, weil ich noch immer mega oft, weil ich meine Cousine so vermisse, die letztes Jahr gestorben ist. Man muss drüber reden, sonst ist man nicht echt. Da gebe ich dir recht, aber ich glaube, ein Twitch-Chat ist kein guter Ort, um über sowas zu reden. Es gibt super viele Menschen, die super empfindlich sind. Und es gibt echt Arschlöcher. Ja, das juckt nicht. Das würde ich mir nicht zu Herzen nehmen. Aber recht hast du. Und Michael und Azkon, danke Squeezy, danke Bissel, danke schön. Gary Lady und Dragonslayer, Ornstein. Warum war ich verkackt? Ich habe damals ein Placement gemacht, gefühlt. Und musste, aber das ist vom schwarzen Brett gewesen, vom Twitch selber. Und da musste ich währenddessen, ich das mache, ein Widget anmachen. Damit die dann sehen können, dass ich das gespielt habe, auch diese 2 Stunden oder so was. Und ich hatte das an, das ist aber irgendwie abgestürzt. Und das ist mir nicht aufgefallen. Aber hättest du das nicht nochmal machen können? Ja, hätte ich aber dann nicht vermehrt. Ich hatte keinen Bock. Ich mache nie Placement-Dinge oder so. Mir ist das auf jeden Fall nicht aufgefallen. Ne? Ja, das habe ich später dann erst gemerkt und dann dachte ich mir, scheiß drauf. Zeile Fox, danke schön für den Resub und Creep Cookie, danke schön. Und ohne Widget kein richtiges Reporting für den Kunden. Ja, genau. Weil ja, wenn Firmen dich selber anschreiben oder so, dann musst du quasi, wie ich das bei Dings gemacht habe, was war das letzte, was ich gemacht habe? Wie hieß das Vampirspielnummer? Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Wie ist denn das Spielnummer? V-Rising, genau. Da musste ich nur hat VOD halt den Link hinschicken. Ich habe nur ein bisschen mehr gemacht, das habe ich damals von Stay gelernt, als ich bei seinen Business-Gesprächen immer mit MK und so dabei war. Ich habe auch Timestamps geschickt dann, wo ich über was geredet habe und so ein bisschen professioneller gemacht. Das hat Stay damals auch gemacht und der hat mir so erklärt, dass die Leute, die ich quasi beauftragen, sich darüber freuen, dass so dass die nicht alles durchklicken müssen, bla bla. Kann dir im Feld nicht schreiben, Oma. Also, war New World, gar nicht New World, Junge, geh weg. Ich hab ein bisschen, um mich abzulenken von der ganzen Dramatik-Kacke hier. Ja, plus die Stats, genau, stimmt, Drink Snatch, genau. Das hab ich auch getan. Hab ich ein bisschen Elder Scrolls gezockt, so einfach, um in den Tunnel zu kommen, damit ich mich ablenken kann. Von der ganzen Scheiße. Hallo Sponny, dankeschön. Hey, Osti, viel Spaß auf Arbeit. Gucke nach WD. Ja, ich glaube, da wird nicht mehr jetzt so viel kommen. Wie gesagt, ich wollte online kommen, zu zeigen, ich bin nur da oder wir sind nur da. Einmal Bescheid sagen, warum das alles jetzt gerade passiert ist. Blablabla. Auch in der Sam Force Whites am Schauen. Ja, wollten wir ja eigentlich zusammen. Aber jetzt sind wir. Heute kommt eine neue, ne? Und ich glaube, heute kommt, glaube ich, neue. Und Mila und ich glauben, dass Knossi heute raus ist. Weil er sich... Ah, ne, ich will nicht spoilern. Scheiße. Psst, ich sag nix. Eigentlich wollte man das ja alle zusammen gucken hier. Ja. Tut mir leid, dass das nicht funktioniert hat. Ich supporte nur coole NW-Spieler wie... Loco? Oh boy, yo. Boah, wow, warum hat Loco so viele Emotes, Alter? Was streamt Loco? Bist du am. Also, hat er einen Kuss oder hast du abgeschmatzt? Ich hab geschmatzt. Also. Leboran, dankeschön. Aber Kashi, aua. Schnell Clip machen, Chat, schnell. Was war das?
Ja, wir sind wieder da, ich bin wieder da, wir zocken mal wieder. 2-3 Tage nur, dann bin ich, denke ich, wieder fit. Dann zocken wir wieder MP. Und ein bisschen WoW, aber nur für Dings. Und das habe ich ja nur angenommen, weil ich weiß, dass es super viele gibt, die hier zugucken und auch WoW spielen. Das kann ich dann vertreten. Außerdem bin ich Killer gut in dem Spiel. Ach, wie das. Da kam Twinkie kurz raus. Dankeschön, Late. Und Wende, Dankeschön für den Resub 18. Seid ihr damit einverstanden, dass wir die Tage wieder durchstarten dann? ESO-Stream? Nee, ESO hab ich schon wieder am Nagel gegangen. Das habe ich wirklich nur benutzt. Braucht ihr irgendwas, um mich ablenken zu können, wisst ihr? So ein bisschen was anderes zu sehen, auf andere Gedanken zu kommen und so. ESO ist ein schönes Spiel, aber wird super schnell langweilig. Weil das Spielen, und das ist kein Diss, aber das Spiel nur 45-Jährige, Alter. Und coole Placements für Energy Drinks. Überhaupt gar nicht. Frit würde ich machen, aber kein Energy Drink. Erst wenn du ausgewählt bist. Ja, wird schon hinhauen. Mann, ich bin vorgestern. Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Vorgestern war die Beerdigung, ne? War die Donnerstag, ja. Bin ich nach Hause gekommen, habe ich einen Hexenschuss gehabt. Alter, hatte ich noch nie in meinem Leben. Danke, wegen dem ganzen Stress, mein Körper versagt komplett. Ich habe einfach einen Hexenschuss gehabt. Ich konnte nicht mehr aufstehen, nichts mehr. Ich bin ja wenigstens froh, dass das schon wieder viel, viel besser ist. Scheiße, du lässt dich mies sein, leg dich hier und mach eine Pause. Selbst wenn du erst in 2 Wochen wieder da bist, ist okay. Ich weiß, Osas, aber ich kann das gut einschätzen. Bin der Dodge-Meister, Mann. Bagash, dankeschön. Shinix und Schmumann, dankeschön. Guck mal, je mehr ich rede, umso besser wird es, glaube ich, auch. Ich kann das gut einschätzen. Ich sag 2-3 Tage, dann bin ich wieder im Schlüssel. Dann gehen wir Medic Pommes. Und vielleicht streamt Mila ja auch mal wieder. Wenn es das Krankenhaus überhaupt noch gibt. Ja. Wenn es das Krankenhaus überhaupt noch gibt. Aber ich denke schon, dass es das noch gibt. Und Howli, danke schön für den Prime. Also wenn es das nicht mehr gibt, nach allem, was wir getan haben. Doch, ich habe mit dem Dings geschrieben vor einer Woche oder so. Der hat der auch mitbekommen und hat gesagt, so ist kein Ding. Nein, Bescheid sagen, das war da nicht, war momentan nicht auftauchen, also ich zumindest nicht. Der Logitech, Chinix, vielen lieben Dank für 10 Gifte Zaps. Wie die auch Horrorspiele, ich hoffe, dass die Horrorspiele spielt. Ja, aber erst wollte ich Road 96 spielen. Ja. Seid ihr wenigstens alle gut drauf und alle gesund hier? In dem Bums-Ding. Ich weiß echt nicht, über was ich noch reden soll, Gott. Und mir ist voll kalt. Noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Hallo Lexi. D3. Hallo Pinsel. Gut drauf, ja, gesund, mein guter Besten. Voll viele so ein Krankgeborener, ehrlich. Ich wurde von meiner Schwester angesteckt, die war zuerst krank. Da bin ich schon mit Maske immer runtergegangen, Alter. Weil ich voll Paranoia habe von dem Virus. Trotz Impfung und so. Aber die hat mich trotzdem angesteckt. Ich kaufe die Ricola Hundeblüten, habe ich gelernt, Holunderblüten. Ich hab so eine ganze Dings davon mal gefressen. Als ich das letzte Mal krank war, das hat gar nichts gebracht. Ich habe auch 5 verschiedene Hustensäfte hier und so, das hat nichts gebracht. Zumindest nicht beim Husten, der war richtig schlimm. Hundeblüten. Ja, mir geht's gut, das freut mich, Passi. I love you too, Pinsel, aber du bist abgehoben und arrogant geworden. Sag ich, wie das. Dankeschön, Arix. Ja, schon, das kann ich nicht mal. Das kann ich nicht aussprechen. Geh mal weg mit deinen Fremdwörtern hier. Ich komme aus Marxloh, Junge.
Lass mich in Ruhe mit sowas. Pinsel redet nicht mehr mit dem Test von mir. Wie schreibt Pinsel denn auf einmal? Wie abgehoben ist der geworden? Ja, guck mal, er schreibt Genix bin ich. Guck mal. Genix bin ich. Mein Gott, da geht der einmal im PD zu Stay, wird ein bisschen entdeckt, Alter. Hat 800 Zuschauer schon, dreht er durch. bald Mietswohnung für 1000 Öcken im Monat, Alter. Elgato, Sponsoring und Lichter im Hintergrund und so. Da sieht man, was mit den Leuten wird, die ein bisschen fame sind. Ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, die drehen alle durch. Vergiss nicht, wer dich erschaffen hat, Pinsel. Deine Eltern sitzen hier. Wo Wichser. Sub ist auch nicht mehr, so zerbröselt der Keks. Überleg mal, Mann, ne? Und ich war, wir waren vor 3 Wochen oder so mit Pinsel beim Teamspeak. Und da hat er nur ganz groß erzählt, wie viele Subs er momentan so hat und dass er nicht drauf klarkommt und so. Und da hat er nicht mal 2,50 Euro für mich. Ich kann nicht lachen, Alter. Du winkst. Ich krieg nicht mal sein Pfandbar. Gar nichts kriegen wir von dem. Ich müsste mal die WhatsApp-Nachricht leaken, wo der mir geschrieben hat, dass der jetzt Partner ist. Das war so unverschämt. Du winkst. Sei froh. Nicht lachen kann, Junge, ich würde dich jetzt du hast browsen. Wenigstens seine Nummer bekommen. Ich habe eine Fake-Nummer und irgendein Dieter hat mir geschrieben. Jetzt kriegt ihr auch noch ein Gifted Sub, Alter. So unverdient, ne? Die Reichen werden immer reicher. Ich sag, wie das, Alter. So, die Dankeschön und Benzo, Dankeschön, die Kuso. Und Zerberster, Dankeschön. Jetzt ist er wieder Sub, aber unverdient, Jody. Einfach unverdient. Der Typ lässt morgens so, der hat so viel Kohle, der lässt einfach Kaviar auf den Boden klatschen für seine Katzen, Alter. Der juckt den Scheißdreck. Der frisst Brötchen mit Blattgold, Alter. Ab sofort supporten wir nur noch den Dings, den Piep, Mila. Ja. Nicht mehr den Pinsel. Das ist jetzt unser Sohn. Das ist jetzt unser neuer Sohn. Der ist wenigstens cool, Alter. Der ist auf dem Teppich geblieben, Alter. Der postet nicht auf seinem privaten Instagram-Account mit Champagnerflaschen und so. Tut er so immer so, als wäre der voll der Bescheidene, Alter. Macht aber erst die Cam an, wenn über 1000 Subs da sind. Ich. Das ist natürlich alles nur Spaß, ne? Ich weiß, dass der Pinsel sich so, doch. Ich weiß, dass der Pinsel sich so manchmal zu Herzen nimmt und sich viele Gedanken macht. Oh. Ja, ich vermute, dass du keine 14 bis gute Besserung könntest. Dankeschön. Bei dem der Gangster, wo ist es? Sag mal bitte das Wallpaper auf Disco. Welches Wallpaper, Bruder? Spider-Man-Ding hier? Kann ich gleich machen. Das ist cool, ne? Shit, Hassnachricht am Pinsel ist schon abgeschickt. Bruder, der liest nicht mal die positiven Nachrichten. Meinst du, der zieht sich deine Hassnachricht rein? Der ist auch schon wieder weg, hundertprozentig. Aber lieber deine Aibe. Ich habe nur einen Wallpaper gemacht. Instant 20 Nachricht bekommen, thanks. Warte. Ey, dieses Dings habe ich bei der Pommesbude, bei 5M-Server von Juri. Habe ich zum ersten Mal mein Bild, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo ich das gerade hingepackt habe. Meine Stimme, die ist weg, oder? Ich finde das ja voll cool mit dieser künstlichen Intelligenz und den Bildern. Natürlich, und dabei wählt er die 100-Euro-Scheine und lacht über. Jo, das ist echt cool gemacht. Ich habe ein Äffchen gemacht. Ja. Hi X-Zero, danke schön für den Wiesn. Wir haben den Bot übrigens bei mir auch im Discord. Ne? Ich habe einfach die Idee geklaut von Juri. Den Midjourney-Channel ist da, da könnt ihr das machen. Ich glaube, pro Monat hat man 40 Bilder frei.
Wine. Haha. Alte Kappe. Du Projektleiter, du. Ey, diese Lofi-Mucke geht mir richtig auf den Sack. Ich noch hier. So, Chat, habt ihr irgendwelche Fragen? Ich benutze das Midjourney, heißt das. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Ich kenne das nur unter dem Namen. Ich weiß nur, dass es so was anderes gab. Habe ich mal irgendwie vor Monaten bei Reddit was gelesen. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Aber die Seite hat irgendwie nicht funktioniert. Aua. Castello, danke schön für den Wissen. Seid kreativ, ja, Mann. Dann mach cool. Dir slash imagine und dann. Imagine? Ist das nicht Images? Ach, Image, genau. Image. Oh mein Gott. Hab ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Und dann kommt so ein Fenster und da könnt ihr einfach Sachen eingeben. Ich glaube, der Bumpf hat letztes Mal da eingegeben, Angela Merkel hat Shisha-Bar-Besitzer, spielt FIFA auf PlayStation und so. Siehst du doch im Match. Ja, okay. Keine Fragen, nur alles Beste wünschen. Dankeschön, Stella. Jetzt Chat, habt ihr irgendwelche Fragen? Wollt ihr über irgendwas quatschen? Ich freue mich, dass du wieder da bist. Bin aber im Look. Ja, macht das viel Spaß. Ich habe eine Frage. Was denn? Wann RP? Halt's Maul. 3 Tage. Max. 3 Tage. Ich meine, du bist nicht krank. Du könntest ja heute online gehen und einfach im Medic-Dienst gehen, ne? Ja. Aber, ich hab. Ja, komm. So ein Furunkel in meiner Kniekehle. Furunkel in der Kniekehle. Just among football, ne? Ich schaue nicht die WM und so. Also die Weltmeisterschaft werde ich mir auch nicht reinziehen. Das muss ja alles canceln, die ganze Scheiße. Boah, ich dachte, ihre Stimme gehört zu deinen Alerts. Ich habe mal Alert mit ihrer Stimme, ja. Aber oh boy, oh boy. Ja. Du bist wieder, was bist du? Ich hab schon wieder vergessen, Alter. Viele waren lustig, oha. Und Small, Junge. Was gibt's heute zu essen? Du, keine Ahnung, Alter. Das ist eine gute Frage, wo ist Schwester Kusch? Also nach Hermila Stream confirmed. Na, du hast ja gehört, die hat irgendwas in der Kniekehle. Vorunkel. Mila ist toll. Das ist von Kuba, die Freundin. Du bist von Kuba, die Freundin, ne? Wusstest du eigentlich, dass der damals immer in einem Kreis getanzt hat? In einem Kreis voller Männer? Schockt dich das nicht so, seine Vergangenheit? Also, mich wird das stören. Nö. Und Tobi oder ist Tobi. Ne, Tobi mit 2B. Dankeschön für den Prime. Dankeschön für den Support, ne? An alle. An ihm chockt mich gar nicht. Oh, das kenne ich zu gut. Ey, was soll das denn heißen, halt? Fuck you. Boah, voll negativ von dir. Das ist voll, du bist voll der Arsch, Alter. Hä? Ich schaue dir da jetzt ein Bild raus von Gott selbst erschaffen, boah, ich bin gespannt. Du bist voll die Perlerin. Oh boy, oh boy, jojo. Ja, aber was soll mich denn noch schocken? Ja, gar nichts mehr. Ich hab deinen kleinen Finger gesehen. Ja, da war nicht dein einziger Kleiner. Oh mein Gott, Alter. Ich kann nicht lachen. Hallo, Dr. Chuck. Dr. Chuck lebt das Krankenhaus noch. Wir kommen jetzt bald wieder, ne? Ich hoffe, du bist bereit für uns. Oh boy, jojo. Ich verstehe nicht, wie man geht auf Twitch und dann registriert man sich da. Und dann denkt man sich, boah, was für ein Nickname, was für ein Pseudonym im Internet wähle ich. Und dann gibt man einfach ein Bot 29 31 41, Alter. Wir sind bereit. Ich hab richtig Bock. Dr. Amo. Mr. und Ton, Dankeschön. Und Abby, danke. Die Klappe, Abby.
wir hoffen, dass das Krankenhaus noch steht. Nachdem wir so gekämpft haben dafür. Ich habe auch eine Nachricht bekommen. Eigentlich ist das richtig traurig, Alter. Ach, egal, scheiß drauf. Lass mich drüber reden. Dr. Chuck, wie kommst du auf den Nickname? Oder war der einfach so random generiert? Macht der mir hier Welle, der Elbi, Alter. Ey, Benzo, viel Spaß noch. Ich hab eh nicht mehr viel zu quatschen. Ich denke, es ist so gleich schon wieder vorbei. Und nur ankündigen. Aber keiner hat Frage, keiner will irgendwas wissen. Keiner erzählt dir eine Geschichte. Die Gogo dann geschickt für den Reset 39. Monat. Und gleich vor Funk gestreamt bei Trippy Mila. Dankeschön, Schumann. Wann fast nur, ich hab viel gefragt, das stimmt gar nicht. Habt euch denn alle Seven in the Wild angeguckt? Oder gibt's ja auch wirklich Leute, die sich da nicht reinziehen? Nicht, Double X? Haha, der Befehl geht nicht mehr. Stimmt, wir müssen die URL ändern. Ja, noch. Wann kommt die nächste Folge heute? 18 Uhr, ne? 19, oder? Ich glaube 18. Nee, kein Stress, echt nicht. Das, also diesmal haben die richtig auf Kacke gehauen. Ich finde das ziemlich interessant. Ja, ich finde auch so diese Folgen, die daneben kommen bei diesem Dave, finde ich mega gut. Ja. Wir haben, glaube ich, heute eine, die wir vorhin geguckt haben. Ich glaube, die war neu. 18 Uhr. Wir werden die nicht wieder Verspätung haben. Muss ich mich dort anmelden? Wo anmelden? Schick halt Kartoffeln für was? Für Bratkartoffeln? Jetzt, ob du nach Kartoffeln chillst. Du hast doch bestimmt jemanden, den du dafür bezahlst. Ich bin gespannt, wie weit Knossi kommt. Ich würde gerne was sagen, was ich vermute. Aber es gibt bestimmt vielleicht jemanden, der das noch nicht geguckt hat und den wir dadurch spoilern. Von daher sage ich nichts. Aber ich hoffe auch, dass der durchhält. Knossi hat mich getötet mit seinem. Was hat der nochmal gesagt, als er den Fußball gefunden hat? Scheiße, jetzt habe ich doch irgendwas gespoilert, Alter. Oh, ich bin so dumm. Wie hieß denn der scheiß Fußball nochmal? Aus dem Film. Wilson. Ja, Mann. Ey, der hat mich so getötet, ne? Oder als der aus seinem Dings getrunken hat, Alter. Aus seinem Becher. Wie der geschielt hat, Alter. Ich bin gestorben, Junge. Aber was ich komisch finde, ist einfach so, jeder hat so aus dem See oder aus dem Fluss getrunken, ohne das irgendwie abzukochen oder sonst was. Ich denke, das ist fein, aber da gab es ja auch dann so eine Nachricht von wegen, dass man sich da irgendwann einfangen kann. Klar, ja, die machen das schon. Ich meine, das kann echt böse. Wir werden mal sehen. Mit irgendwelchen Bakterien? Mit einem Fußball hat dann keinen Bock mehr auf die Zisch. Bruder, also was uns auf jeden Fall richtig gewundert hat, Milo und mich, weil wir gucken da zusammen, ist der Müll. Alter, Müll ist eine absolute Katastrophe, Alter. Lieber Durchfall als verdursten, aber du verdurstest ja durch Durchfall. Was denkst du denn, was du da ausscheißt die ganze Zeit, wenn du Durchfall hast? Bruder, Tobi. Das ist Flüssigkeit, die du verlierst, Junge. Dann verdurstest du. Hallo, Wetterchen. Ah, der KGB ist auch schon. Ey, der Müll ist Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Heft. Die machen alle da nur auf Hardcore-Survivor-Ding. Ich nehme nur eine Sache mit, Junge. Dann gehen die am Strand. Der eine findet auf einmal Boot. Halbe Titanic, Alter. Der andere findet Werkzeugkoffer. Was für ein Paracord, Alter. Du kannst ein ganzes Segelschiff bauen mit dem Müll, der da rumliegt. Geht ab, Toni, kurz zurück. Der Müll ist richtig krass. Das ist vor. Müll, ja komm, Spoiler nochmal, leck mir mal Arsch, Alter. Also, Otto, der kennst du
eigentlich nur mit dem Müll überleben, der da ist. Der Otto baut doch nur Tellerlagis. Ey, ich schwöre bei Gott, wir haben so geguckt. Und dann sind die so auf Knossi gegangen und dann irgendwann Dings, Mila und ich so, ja, bei dem steht jetzt schon, der hat jetzt schon so ein riesen Hotel gebaut, Alter, mit Bunker und alles, der schon fließt Wasser mit Brunnen und so. Diese ganze oh, der Blick. Knosti, der, ich mach einen Schulanlauf. Der ist der Beste, der Typ. Der, wenn das nur Schauspielerei ist, der ist der Beste. Jetzt der, Mann, egal, ich rede jetzt einfach drüber. Wer das nicht hören will und nicht gesehen hat, Alter, dann geht bitte. Selber schuld. Als er diesen Baum gefunden hat, der so giftig ist, wenn man die Früchte da weiter. Der Typ, ne? Der hat nicht mal mehr einen Pfeil im Kopf, Alter. Der ist schon der Erfinder vom Flitzebogen. Aber wovor ich auch Angst hätte, wären diese Bäume mit diesen Stacheln dran. Ich würde da so ja, reinrennen. Ja, aber der hat doch ein Messer bei, so wenn du da chillst, kannst du die da runterschneiden. Aber als er den Baum entdeckt, ja, hier können wir nicht bleiben, hier bist du sofort da. Junge, Alter. Oh, das ist richtig gut. Ja, man, unter die mit dem Bauarbeit, die rennt am Strand rum, die Nova, und die findet einfach so Bauarbeiter, Heilweiter. Da musst du den mal reinziehen. Das ist echt traurig, wie viel Müll das. Ich lasse hier doch einfach Wohnungseinrichtung. Einrichtung. Ach, das Meer. Das. Das mit dem Müll ist echt traurig, ja. Der Knossi hatte überhaupt gar keinen Spot. Oder meinst du mit miesen Spot einen Scheiß-Spot? Also in der Fanta, der... Boah, jo, stimmt, als hast der Fanta trinkt, der ist so ein... Du hast da deinen Knallkopf, Alter. Der sah einfach aus, als hätte einer eine Flasche gepisst, Junge. Der macht das Ding, oh mein Gott, Alter. Das ist eine Fanta Exotic. Hallo Jaskit. Und hallo MDK. Das ist eine Fanta Entdeckung, hat Chance, dass er den guten Schluck nimmt. Ich schwör's dir, der war kurz davor. Da kannst du mir jetzt hier was. Also eigentlich so, sein Spot ist richtig gut, so was die ja, Kokosnuss und sowas alles gut angeht. Aber wenn er da halt seine Hängematte aufziehen möchte, so das ist dann schon gefährlich. Weil wenn sowas auf den Kopf fällt, dann ist Kacke. Ja, da hat er ja auch selber gesagt. Der kommt ja auch irgendwie nicht in den Dschungel rein, weil da alles zugewuchert ist. Aber ich bin gespannt, wenn heute die nächste Folge kommt, Alter. Respekt ist schon wieder viel besser. Ich habe auch gesagt, 2-3 Tage, dann bin ich wieder, sind wir wieder da. Ich bin wieder da. Ich weiß ja nicht, ob Mila streamt. Hallo, erzähl über mich. Aber 18 Uhr heute, da bin ich gespannt. Ich sag, weil wir jetzt eh schon drüber reden, ich sag, Knossi ist raus. Der hat sich ja am Fuß verletzt, er ist weg. Raus, 100%ig. Ich hoffe, ja, stimmt, Alter. Lange Folgen sind immer am geilsten. Doch, ich glaube, der ist raus. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weit war. Der Typ ist so ein Meme-Generator, ne? Nee, die kommt heute, glaube ich, heißt die. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich meine auch heute. Ja, genau, wegen dem Fuß. Ich glaube, der muss weg wegen dem Fuß. Ja, voll. Ich kannte Sam Force White gar nicht und der Johnny hat mir mal irgendwann davon erzählt. Und dann habe ich die erste Dings davon geguckt. Und das war schon cool, aber jetzt ist es noch cool. Ey, Domi, das gleiche habe ich mir auch gedacht, ne? Stimmt, was der Domi schreibt. Warum hat der nicht irgendwie so einen langen Ast genommen oder so einen Stock genommen und hat die Kokosnuss heruntergehauen? Und hätte sich dann da hinstellen können, dann wäre da nichts mehr runtergeflogen. Aber wer weiß, wie das ist, wenn er da, naja, ob es dann so deckst und so. Ja, gerade weil er ja so K.O. war auch. Naja, abwarten. Ich hoffe. Schreibt mein Schwager dir. Ich hoffe, Otto kommt weit. Ich mag Otto. Küss den, ne?
Nein. Mittwoch und Samstag, behind the scenes, Dienstag und Freitag, okay. Hallo, Lebeitz. Nicht gut, die Stimme hat stimmt. Also Otto und diesen Typen, Name ist mir entfallen, dieser Wildcard-Gewinner, den finde ich auch irgendwie cool. Genau. Joris? Mhm. Bin ich dieser Biologe-Typ-Ding da? Ja. Lucy, Dankeschön. Auch für den Resub und Taki Sam 7, Dankeschön. Lex, Dankeschön. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Also ich bin auf jeden Fall voll im Fieber und ich habe Bock auf Dings heute Abend. Die ich mir auf jeden Fall rein schaffe, die nicht wieder Verspätung haben. Ich habe ja keine Ahnung. Ich war super erkältet. Was ich jetzt noch habe, ist gar nichts mehr dagegen. Ich war wirklich komplett fertig. Mhm. Aber kein Corona, ich hab das. Der gewinnt, was meinst du? Ach, Mann, Otto oder so. Und der Fritz natürlich, die ziehen natürlich mal eiskalt durch wieder. Weiß nicht. Also mich würde es freuen, wenn Knossi auch komplett durchzieht, ich bin ehrlich. Mhm. Aber stimmt, eigentlich kann der nicht schon raus sein, weil der ist ja wieder gekommen und hat ziemlich viel abgenommen im Gesicht auch. Ja. Ich hoffe, dass der Auto, keine Ahnung, ich hoffe, dass jeder da coole Erfahrungen gemacht hat. Aber was ich komisch fand, ne, bei Otto, war einfach diese Aussage, dass die Kokosnüsse da anders, schmecken als hier in Deutschland, weil natürlich schmecken die anders. Ich keine Ahnung, ich habe letztens eine Kokosnuss gegessen. Ich habe noch nie eine Kokosnuss gegessen. Echt? Du weißt nicht, wie Kokosnuss schmeckt? Nö, ich habe mal Bounty gegessen. Ja, das ist ja mal Bounty gegessen. Das ist wie wenn du Erdbeermilch trinkst und dann sagst, ja, ich weiß, wie Erdbeeren schmecken. Dankeschön. Ich hab mal Bounty gegessen. Komm. Ich war mal. Da hab ich mal den Unterschied. Ich weiß, dass Kühe nicht lila sind. Ich bin ein Landmädel. Kokosnuss ist voll geil. Ich hab mal ein Bounty gegessen. Alter. Ja, das kannst du jetzt bitte. Ich hab mal ein Bounty gegessen. Du hast doch noch nie Erdnussbutter gegessen in deinem Leben, das. Na und? Aber kann ich weiß, noch wie nie Erdnüsse schmecken. Boah, kann man das vergleichen? Ja, doch schon. Nur ist ein bisschen. Scheiße, Alter, ist Erdnussbutter süß? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das ist schon lange her. Nee, Erdnussbutter ist nicht süß. Kannst schon mit Erdnuss. Aber worüber reden wir hier, Alter? Was ist hier los, ey? Ich würde nicht einen Tag auf so einer Insel würde ich schaffen. Nicht mal eine Stunde, Alter. Ich würde am Strand sitzen und heulen, oh mein, Alter. Oh jo, jo. Ich schon. Ich wäre Überlebensprofi. So wie ich auch Valorant-Profi werde. Du rennst ja schon weg, wenn du eine Spinne im Wohnzimmer hast. Ach komm. Wie willst du denn, Oder Obst, kein Ding, einfach Apfel, Minze, Pfeife. Ja. Wie cool ist das bitte? Würde da so ein Apfel essen und sterben einfach. Und trink Cola. Wir haben gerade noch das vom Dave dort Video gesehen. Und da hat dieser Aaron McBong oder wie der heißt, ich kenne mir seinen Dave, der Survival-Experte. Hat gesagt, dass viele Experten immer sagen, immer so ein bisschen essen und gucken, was passiert, aber das kannst du nicht mal bei diesen Todesäpfeln machen, Alter. Bist du weg vom Fenster?
aus dem Hotel, aus dem Helikopter gesprungen und instant Richtung Hotel geschwommen. Ich glaube, ich wäre nicht mal mehr rausgesprungen. So wie die aus dem Heli sich teilweise lehnen. Ich dachte mir so, was, wenn da jetzt einer rausfällt und dann ist der bei dem anderen halt. Da fällt keiner raus. Boah, ich hätte so Schiss, ne? Ich hätte da nicht außen gesessen. Ich hätte da nicht mal mitmachen können, weil ich A, Höhenangst habe und B, nicht schwimmen kann. Vielleicht ist das eine super dumme Frage, aber wohnt ihr zusammen? Dachte ihr, werdet neue P-App. Ich wohne bei Mila im Keller. Ja. Und jede Woche kauft die beim Hakan Abi ein halbes Hähnchen mit Pommes und wirft mir das einfach rein. Ich habe hier meinen Schreibtisch, eine Matratze und ein Klo da dort. Geld geht alles bei mir auf dem Konto. Ich muss alles abdrücken. Die ist schlimmer als Arafat Abu Chaka. Nee, wir wohnen nicht zusammen. Kein Döner mehr. Naja, kein Döner mehr. Gibt keinen guten Döner bei mir. Hallo, Teefrosch. Ab und an darf Kurt das Urlaub in Stays Keller machen. Das stimmt nicht. Das Poolhaus von Stays in der Villa gehört mir. Nachdem Dizzy da ausgezogen ist, habe ich das übernommen. Komischerweise jedes Mal, wenn ich online gehe mit dem Stream oder so, ist bei mir Internet weg. Da hat wohl einer Angst. Ich wohne im Poolhaus. 10 Euro Döner, wo wohnst du denn, Junge? Blattgold drin, kann das Ding Krebs sein, Alter? 10 Euro. Ich weiß gar nicht, woher habe ich das? Ich glaube, bei uns kostet der mittlerweile 5 oder 6. A6. Aber das Fleisch kann man nicht identifizieren. Und Seox, Dankeschön, und Score und Lucy. Ja, aber alles wird teurer, ja. Sechs Euro in Berlin. Boah, jetzt kommt der wieder. Der Zugezogene. 6 Euro in Berlin. Der mit Jutebeutel. Komm, halt Klappepinsel. Das gibt bestimmt gute Döner in Duisburg. Pinsel kauft eh 1000 Euro Döner. Ja, ja. Der ist bald bei Galileo mit dem Jumbo Schreiner. Die gehen so richtig teure Sachen kaufen und so. SLB wohnt Schweiz. Ne, der wohnt in Deutschland. In irgendeinem Dorf. Der Mann aus dem Ei hat gerauft direkt den Spieß, egal ob angeknabbert. Was für Dönerläden gehst du denn, wo der Spieß schon angeknabbert ist, Alter? The fuck, Junge? Seit Pinsel Kopf ist, hat er sich vorverändert. Alle sagen das, ja, ja. Wer hoch fliegt, wird tief fallen. Und Pascal, dankeschön, boah, auf so einen Döner hätte ich jetzt aber auch Bock. Ich glaube, im Mangsto gibt es noch ein paar gute Läden, aber da war ich schon lange nicht mehr. Gegen 59. Boah. Wie kamen wir jetzt eigentlich auf Döner? Ich verstehe nichts, ehrlich. Mein Gehirn, ne? Wie kamen wir jetzt auf Döner? Von der Pommes, die ich dir immer an Keller schmeiß. Ach so, ja, stimmt. Halbes Hähnchen, so, ja, genau. Ich bin so vergesslich. Nicht mehr auf der Spur. Ja, ihr wunderschönen Menschen, was sollen wir noch machen? Können wir über irgendwas quatschen? Oder soll ich mich verpissen und mich auskurieren? Und gesund werden? Was sagt er? Das sind die 32 Jahre. Ach, komm. Ihr seid selbst alles schon so alt. Alle BTS-Folgen reingezogen. War das nochmal BTS? Dachte heute neue P, halt Small, Junge. Wie klingst du, geh ins Bett? Ey, ich bin voll fit, Alter. Let's go, Mann. Das war alle Zeiten reiz. Geh du mal lieber World of Warcraft spielen. Kannst am 17. hier zugucken, Sam. Da zeige ich dir mal, wie man WoW spielt. Ich pack direkt den Drache aus, Junge. Eigentlich hab ich schon Bock. Zu gucken mal, wie der ist. Werde ich auch tun. Deshalb mache ich ihn auch. Ach, geh mal weg mit deinem Rod of the Lich King. Ein Monat High Pommes, Alter. An Fortnite. Überhaupt nicht, Junge. Und Black Moon, dankeschön für den Reset. 15. Monat. Hallo, dankeschön. Weißt du, noch was gibt? Ja, damals, aber noch nicht heute.
Übrigens, wenn ich ausmache, gehe ich eh nicht ins Bett. Ach, wie das? Ich habe in den letzten Monaten so auf dem Bett gelegen, Alter, ich hasse das. Lieber Daisy, Drinkfight wird enttäuschen, glaub mir. Meinst du? Beloro, danke schön für die Reset. 55 Monate. Achso, behind the scenes. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob wir das schon alle geguckt haben. Ich glaube 2 Stück, oder? Mhm. Also 3, wenn man dieses 24 Stunden vor der Aussetzung. Gibt 3. Okay, dann haben wir 3 geguckt. Ich kenne dich auch in einem 5-Stunden-Marathon Tekken verprügelt. Oh, Mila, kannst du ihn beißen? Boah, Pinsel soll noch regnen gleich. Immer Wasser raus, wenn du es nicht. Wann Visage? Hat man das? Auf entspannt, du hast mein Bruder. Bist du Apo-ARD-Zuschauer? Der nicht so weit immer. Das habe ich auch alles mitbekommen. Das ist auch super lustig gewesen. Also, ich war nicht komplett aus dem Internet weg. Ich habe mir die ganze Scheiße reingezogen. Oh, jetzt erstmal Faxe 3 Liter. Ich habe nur eine Herme. Wie cool ist das? Erzähl Bobby, danke schön für die Palme drücken. Und Cola. Ah. Best Stimme jetzt. Oh, Stimme besser, Blatt getrunken. Jojo. Ich bin Millionär, boah. Fuck, das war Junge, der Typ, ne, Alter. Fuck, ich bin Millionär, sagt der Körbs. Danke für den Resub. 2 Jahre, Mann, Danny. Und sagt das, ich bin Millionär. Was dieser Mimi mit dem gemacht hat, Alter, das ist aber auch richtig gottlos gewesen, Junge. Er hat einfach seine Toten ausgegraben. Und das ist hart asozial. Super Richie, Richie sind wir alle. Geile Stimme, danke. Ich kann bald echt, wenn das Verhalten ist, auf so Bowie ein bisschen reinschippern kommen. Klingt wie echter Mann. Antichrist, danke schön für Reset am 18. Pinsel sagt, ich fake ihn. Inwiefern? Wegen den kleinen Is in meinem Namen. Was der denn, Alter? Ja. Aber ich muss echt sagen, kleine Is, bei den Namen in Caps sehen kleine Is ästhetisch aus. Echt so. Stimmt, der hat auch ein kleines I. Nitsch. Spucken an. Mila immer noch kein Sub. Hauptsache Pinsel, Alter. Unverdient. Wie kann man nur so eine Redensart entwickeln? Da musst du fein im Kopf haben für. Ja, spuck ihn an. Benutzt die Follower im WhatsApp. Wie ich gemeint habe. Ich finde die eh süß. Der ist cool. Kennt er das? Oh, Bucky, danke schön für den Giftboard. Oh, Bucky, danke. Das hat funktioniert, das Triggern, Alter. Das ist erschreckend. Kennt er das, wenn euch kalt ist, aber ihr schwitzt? Hast du das, Alter? Ist unangenehm. Ey, ich laber schon wieder irgendeine sinnlose. Ich habe echt keine Ahnung, was ich nur erzählen muss. Wie gesagt, ich wiederhole das nochmal. Ich wollte eigentlich nur Bescheid sagen. Ich bin noch da, wir sind noch da. Wir kommen 2-3 Tage. Let's go, Alter. Okay. Wir kommen wieder. Ja, Mann. Dr. Chuck weiß auch schon Bescheid. Let's go. Up in the Medic Pommes. Und wir kommen besser denn je wieder. Genau. Er wird wieder richtig reingekickt. Go stupid. Oh. Mhm. Oh. Go crazy. Oh, 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 stupid. Oh. Nein. Ich lade den Wallpaper gleich in Discord hoch. Wenn er in Hamburg. Dankeschön, Jess. Monster Eyes, danke schön für den Resub. Nico, danke für Resub. Pferd und Veloro, danke schön für 50 Euro, Alter. Ja, Mila, ich überweise dir das ja schon. Ja. Ich würde dich erstmal deine. Bruder, ich bin fit. Ehrlich, glaub mir. Letzte Woche waren richtig schlimm. Ich bin fit wieder. Wenn ich hier sitzen kann und chillen kann, kann ich auch zocken. Nur mit der Stimme geht es gar nicht. Aber darum kümmere ich mich. Bisschen Tee trinken und so. Heiße Wanne und dann ab ins Bett. Ach, Quatsch.
Gucken, ist der Curtis liest noch Donations verboten ständig. Wie, der liest nicht mal mehr Donations? Ach, egal. Wenn du mich gefragt hast, ob ich der falsche Knister bin, dann ja. Ah. Der liest nicht mehr Donations vor. Da hat er sich so viel Mühe in seinem Stream gegeben, den State zum Lachen zu bringen, Alter. Und dann hat er keine Zeit mehr, Donations vorzulesen. Alles für den Fame, ey. Das ist... Ja. Schade, ja, schade. Ich sag das nochmal, ne? Pinsel, Dieter. Dieter hat mir geschrieben, das war nicht deine Nummer. So. Ernie, danke schön für die Resub 31 und Stufe 2, wie immer. Vielen lieben Dank. Ja, das glaube ich, dass die Havan, aber wenn du sagst, dass die Gesundheit besser geht, dann voll frei. Klar, Mann, ich habe auch richtig ehrlich, ich schwöre bei Gott, ich habe richtig Bock. Wir werden eine Menge verpasst haben, mit Sicherheit. Aber wir finden uns wieder rein. Und dann gibt's wieder Creme, Alter. Ey, ich habe nichts geschrieben, sagt der Dieter. Ich lese alles vor und ich bin super dankbar. Bleiben wir jetzt eigentlich im Mirror Park? Ja, ich glaube, jetzt lohnt sich das nicht mehr. Noch. Die sind, soweit ich gesehen habe, ist ja aber Meta-Wissen, darf man ja nicht benutzen, ist ja klar. Aber ich glaube, der Norden hat sich aufgelöst, ne? Die sind alle in eine Stadt gezogen unter der Brücke. Ich glaube, es gibt gar kein Grapeseed-Ding mehr. Außer vielleicht vom Lonnie, die Bar. Eigentlich schade, weil das ja schön war. Ja, aber im Norden... So, dass der Norden auch so belebt. Ich denke mal, weil im Norden nichts abgeht. Ich habe auch irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr. Der ein oder andere hat auch schon einen neuen Charakter. Breezy zum Beispiel hat seinen weiblichen Charakter ausgepackt. Man lässt dich wieder von Twinkie an den Schrank kommen, die wieder... Boah, die, also... Twinkie und Peanut würden richtig gut nach Sektor passen, ne? Ja. Aber ich würde halt Peanut erst wirklich auspacken, wenn ich sage, okay, mit Curtis können wir nichts mehr machen. Und ich fand das auch damals cool mit Twinkie, war ich ja dann auch kurz auf Sektor und dann mit diesem Vorlesen von diesen Traumreisen. Das war auch gut. Oh mein Gott, Alter, hab ich mich erschrocken. Jochen, nochmal. Vielleicht kommen die Leute ja wieder, wenn ihr da seid. Ich glaube nicht, dass das was mit uns zu tun hat. Die Leute da kommen. Nee. Die waren ja auch vor uns da. Ja, das hat einfach damit zu tun, dass nicht viel los ist. Ich denke mal, wir als Medics haben da oben auch nicht viel zu tun. Aber soll ich dir was verraten, Dr. Chuck? Wir setzen uns in die Karre und fahren in die Stadt. Das ist mir scheißegal, Alter, was die anderen sagen. Ich würde lieber Medic RP machen. Das so drehen im EP, dass die Leute uns anrufen und sagen, jo, wir brauchen eure Hilfe hier, weil die Bock haben auf uns. Anstatt dieses typische, ich rufe Leitstelle an und hol mich mal hoch. Das finde ich so oder so entspannter. Nee, ich geb doch. Ich fände es cool, wenn im Norden auch so eine Art Park wäre, wo man sich da treffen könnte. Aber die Leute gehen da nicht hin. Mapping irgendwas macht, so wüstenähnlich. Mit ein paar Bänke oder so. Haben die da ein Sandy schon so ein Ding? Ja, aber die Leute gehen da nicht hin. Ach so. Ja, das ist keiner ganz komisch. Auf Sektor ist immer ganz komisch mit Hotspots. Hotel? Ja, ja. Das ist so dieses. Ist doch alles umgebaut. Mit grüne Wiese und so. Weißt du nicht mehr? Doch, doch, aber das war halt das Hotel. Ne? Arbeit. Ja, ja, genau. Ich mein, ja, aber da ist ja so ein Park dran. Aber ist ganz egal. Die Leute benutzen das einfach nicht. Keine Ahnung warum. Und wir haben ja eine Hubschrauberflotte. Die sind schnell überall. Ich flieg nicht mehr. Sobald ihr wieder auf Sektor connected, stockt die Justiz massiv auf. So viel Stress, ey. Also Joshua, ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, die Justiz wird uns nicht mehr auf den Sack gehen. Das hat der Dr. Hintje mir auch im Discord geschrieben. Ist noch gar nicht so lange her. Ein paar Wochen. Ich glaube, so der konnte ja nicht wissen, was bei mir passiert ist, deshalb hat er mir das einfach mal geschrieben. Da war auch wieder. Irgendwas war da wieder. Mir wurde auch zugetragen, dass der ein oder andere glücklich darüber ist, dass wir nicht online sind, also nicht mehr online kommen.
Ich habe auch, die haben mich auch aus dem Dings rausgekickt. Aus diesem Leitsternblatt und alles und so. Ja, das ist echt traurig, wenn man so mitbekommt, aber I don't give a fuck. I don't give a fuck. Justiz muss wegen Karloff stunken. Da habe ich auch gelesen. Ich glaube, der macht so einen Anwalt jetzt. Ne? Ja, ja, aus dem Google Docs Dokument haben sie mich rausgelöscht. Ich weiß nicht, ob Mila da noch drin ist. Und Precious, Dankeschön für den Resub. Ha? Aber haben wir nicht jetzt ein eigenes? Ja, ja, aber die haben uns aus dem Wagen dann halt rausgekickt. Junge, diese verlorenen Seelen, Alter, gefangen im EP. Das kannst du dir nicht vorstellen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das, was mir auf jeden Fall gesagt hat, dass irgendwie so kommuniziert oder irgendwo da. Das jetzt stimmt oder nicht. Ich meine, das Mann, du redest viel nicht. Zu viel deine Stimme. Ja, ich gehe auch jetzt. Jero, danke schön für den Resub auch. Und Precious und Ernie und Nico und Alan, vielen Dank. Chat, ich verpiss mich jetzt. Du brauchst einen Tee. Ich gehe mir jetzt einen Minztee oder so machen, Alter. Ist so. Wir sehen uns zwei, drei Tage. Okay. Ich hoffe, der rutscht in die Arme. Let's was. Hoffentlich haben die ein Loch in Schuh und die Socken werden nass. Für die Leute, die jetzt erst kommen, guckt euch kurz VOD am Anfang an. Da habe ich ein bisschen was gesagt. Dankeschön für die gute Besserung. Ich hoffe, euch geht allen gut. Und Dings, ihr werdet nicht krank. Wir sehen uns. Nicht mehr lange. Dankeschön fürs Zuhören. Ich küsse euch und viel Spaß heute noch. Schönen Tag und seid lieb. Guck mal, ey. Boah. Cool, gut, dass ich das jetzt sehe. Wisst ihr, der Piep ist live und der zockt auch auf diesen anscheinend Red Dead Redemption RP Server. Der scheint wohl, echt cool zu sein, der Server. Ey, vielleicht machen wir auch mal wieder Pferdepommes. Ich sag, wie das so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wir machen eine Pepe-Rate. Komm zurück. Ja, und der Lüg und so zockt ne auch. Und ich glaube, Line und so. Also viele von Sekto sind da. Geil, endlich wieder mit Flaschen werfen. Ich mach Slash Raid, ne? Ist das richtig? Ja. Okay, wir gehen den Peep raiden. Da könnt ihr euch ja mal bei unter Peep den Server angucken. Der sieht echt nicht schlecht aus. Ich glaube, die haben sogar 300 Spieler oder so. Irgendwie so. Auf jeden Fall, Dankeschön, Chat. Dankeschön für den Supporter. Wir sehen uns in, sagen wir mal, 3 Tagen und dann geht's wieder weiter wie bisher. Dankeschön, ich küsse euch alle. Mila gibt euch auch dicke Schmatzer. Bis die Tage dann. Und holt schon mal Cola und Pizza dafür. Weil wenn ich da bin, drehe ich durch. Und Wipe, dankeschön für den Prime. Und viel Spaß beim Pepe und seid lieb da. Ich hab vergessen, was ich gesagt habe. Ich will so vergessen. Boah, 420 passt perfekt. Bye-bye, Chat. Tschüss.